Ukos Home Interactive. Asobo Studio. Und weitere wichtige Produktinformationen. Wieder ein Spiel, das speichert automatisch. Der Wahnsinn. Ja, willkommen zum Let's Play von A Plague Tale Innocence. Ein Spiel mit, man sieht es, ganz vielen Ratten. Also wenn ihr keine Ratten mögt, dann müsst nicht hier sein. Ansonsten spielen wir jetzt ein Spiel mit Ratten. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Starten einfach ein neues Spiel. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nur gehört, es soll relativ okay sein, das Spiel. Ich weiß es nicht. Es hat inzwischen auch schon Nachfolger. Wir spielen erstmal natürlich den ersten Teil der Reihe. Okay, war das eine Kutsche oder was war das? Kapitel 1, das Erbe der Deruns. Königreich Frankreich. Du trödelst, Amicia. Wie willst du denn den Herrschaften... November 1348. Das sind also deine Pläne für mich? Ich soll folgen, ich werde voranreiten und sie Staub schlucken lassen. Aber dafür brauche ich ein gutes Pferd. Du drängst mich schon so lange zu diesem Spaziergang. Warum hier? Der Baum. Welcher Baum? Der Apfelbaum, Vater. Ich möchte die Ritterprüfung nochmal absolvieren. Den Ritterschlag? Aber du bist keine 10 Jahre mehr, Amicia. Oh, bitte, Vater. Ich habe mich gut darauf vorbereitet. So ein braves Hundi. Guck dir den mal an. Los. Hundi. Braves Hundi. Meines Hundi. So. Dann auf zum Apfelbaum. Ein besonderer Apfelbaum sein. Sieh dir mal Leon an. Das Raubtier aus Gayenne strotzt vor Kampfeslust. Dein Raubtier denkt wie immer mit seinem Magen. In der Hinsicht ist es dir nicht unähnlich. Vorsicht, Fräulein. Los, Leon, du wirst Beute finden. Ich glaub an dich. Mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Lass uns weitergehen. Ja, wir gehen doch schon. Oh, ein hübscher Wald. Sieh mal, die Schleife deiner Mutter ist immer noch da. Hier habe ich ihr den Hof gemacht. Ja, Vater, ich weiß. Wenn sie doch nur mitkommen könnte. Hat keiner hier abgemacht, ja? Keine Förster hier unterwegs. Wir haben alle unsere Verpflichtungen, Amicia. Du weißt, in einer Familie... Hey, ich versuche dir etwas zu sagen. Ja, aber der Hund versucht auch was zu sagen. Ritter Derun. Na los! Und bring zur Abwechslung mal etwas zurück. Stöckchen also, werfen kann böse in die Hose. Wo war ich gerade? Weiß ich wir nicht, ich habe nicht haben zugehört. Verpflichtungen. Ich verwalte diese Ländereien. Deine Mutter kümmert sich um deinen Bruder. Und du? Ich bekomme dich kaum zu Gesicht. Von Mutter ganz zu schweigen. Hör mal. Jetzt sind wir doch zusammen. Folge mir, Töchterchen. Hey! Warte! Plötzlich so. Ich hoffe, du hast ich lauf mal weg. Dabei. Natürlich. Okay. Was für eine Schleuder. Also dann. Wagst du es, das Tor der Prüfung zu durchschreiten? Ah, klar. Amicia Derun kennt keine Angst. Dieser Apfelbaum wurde zu deiner Geburt gepflanzt. Er wird zeigen, was in dir steckt. Werter Ritter, wie lauten die Regeln der Prüfung? Die heiligen Äpfel des heiligen Apfelbaums wurden vom großen Bösen verdorben. Wenn du 6 der verdorbenen Äpfel zerstörst, bis ich bis 10 gezählt habe, schlage ich dich zur Ritterin. Ich nehme die Herausforderung an. Da drüben neben dem Stamm liegen ein paar Steine. Hol sie und gib mir Bescheid, wenn du bereit bist. Okay, dann holen wir ein paar Steinchen. Das wird schon, irgendwie. Zack. Bereit! Ich beweise dir, dass ich kein Kind mehr bin. Gut, komm zurück. Stell dich hinter diesen Stamm. Von dort wirst du schießen. So soll es sein. Okay. Halte L2 gedrückt. Halte R2 gedrückt, um dich schussbereit zu machen und lass wieder los, um zu schießen. Okay. 1, 2, 3. Ja, mach mal nicht so schnell. 4, kannst auch langsam zählen. 5. Weiter so, Amicia. 6. 7. Ja. Yeah. Ich bin noch so schlecht im Zielen. Und so wurde aus Amicia eine wahre Ritterin. 9 und 10. Na komm. Sieh mal, oh. Ich bin wirklich beeindruckt.
aber deine Schleuder ist schrecklich laut. Er war ein Geschenk von dir. Oh ja, hatte ich fast vergessen. Der Schleuder? Er war ein Meine Geschenk? Güte, der Schleuder? Was hat er denn? Was ist los, Wuffi? Leon. Er hat wohl einen Hasen gerochen. Hinterher, schnell! Lauf schon vor, ich komme nach. Ich komme schon. Sagt der andere auch, ne? Ja. Du bist schneller als ich. Warte auf mich! Drücke X, um über bestimmte Hindernisse zu klettern. Okay. Was hat er nur gesehen? Ein Jagdhund darf seinem Jäger nicht davonlaufen. Darf schon, sollte nur nicht. Wo ist der hin? Weil es den Hund ja auch relativ Wurst, oder nicht? Ah, da bist du ja. Was hast du gewittert? Was ist denn los? Lieber Himmel, ein Wildschwein. Braver Hund. Feiner Hund. Hat er was gefunden? Psst, sieh mal, ein Wildschwein. Schöne Beute. Das reicht für ein kleines Festessen. Vielleicht nehme ich meine Schleuder. Das könnte funktionieren. Aber du musst näher ran. Bleib unten und versteck dich im Gras. Okay. Versuch's. Es trinkt. Das ist meine Chance. Oh nein, es hat mich okay, gesehen. Das habe ich direkt gesehen. Okay. Ziel auf seinen Kopf. Gut. Schieße auf den Kopf des Wildschweins. Ist mitgenommen? Nee. Bin drüber weggelaufen. Hund, du kannst ruhig zurückbleiben. Vorsicht, du musst auf den Kopf zielen. Ich auf den Kopf? Ja. Ich will den Braten auch. Ich weiß. Du schaffst das, meine Kleine. Da bist kannst du ja. Da hinten mal leiser dich sein? Ins Gras. Runter. Man hört die ganze Zeit dein Echo. Bisschen. Es hallt hier so ein bisschen. Oh, warte. Und Treffer. Schuss. Lässt dich der Hunger immer Arme so Schweinchen. Genau zielen? Ha. Der Braten ist dir doch noch nicht serviert. Nein. Schnell, Leon. Nicht die Spur verlieren. Armes kleines Schweinchen. Heute Abend speisen wir wie Könige. Das verspreche ich. Daran zweifle ich natürlich nicht. Nicht okay. Aufgeben, Leon! Hier ist es aber ganz schön düster. Wenn du es aufhältst, bekommst du auch ein schönes Stück. Okay. Oh nein, meine Füße werden einsinken. Und die Klamotten werden dreckig. Egal, wir müssen da durch. Ich glaube, ich schaff's. Ich schaff's. Leicht. Eventuell. Gibt bestimmt auch einen schnelleren Weg drumherum. Aber er bellt nicht mehr. Er muss es gefunden haben. Ich höre den Hund gar nicht mehr. Gut oder ist er schlecht? Oh, noch mehr Pampe. Die Hose war so gut wie neu. Das wird Ärger geben. Weil Fliegen. Muss ich hier stinken wie sonst was. Die Bäume. Wer war das? Leon, komm her! Man hat die Bäume umgeschmissen. Die Schweine. Also die Schweine waren es nicht, aber... Das... ist das Wildschwein. Aber... Leon war das bestimmt nicht. Vor allem, wie kann das so schnell Leon, so aussehen? Komm her! Leon! Wo ist mein Hundi? Oh nein, ich höre Hundi. Leon, Hundi klingt nicht gut. Ich bin hier. Ich komme. Da ist Hundi. Oh nein, was ist los? Hundi hängt im Loch. Leon, wer war das? Was ist das für eine Teufelei? Wir müssen weg. Sofort. Armer Hundi. A Plague Tale Innocence. Das Spiel mit dem armen Hundi.
Ich werde eine Jagd organisieren. Geh zu deiner Mutter. Ich muss mit ihr sprechen. Sie kümmert sich. Ganz sicher um Hugo. Ja, natürlich. Hugo? Statt Hugo? Er war ein guter Hund. Ja. Armes Hundi. Wo sind die Bolzen zur Verstärkung der Tür? Suche Beatrice in Hugos Zimmer. Hast du gehört, dass die englischen Truppen unterwegs sind? Oh, komm, ein Huhn. Hallo, Huhn. Ich freue mich für ein Huhn. Ich hätte nicht viel zu tun. Seid gegrüßt, Mademoiselle Amicia. Die neuen Bolzen müssen warten. Gibt es eigentlich Neuigkeiten aus der Stadt? Alle sind nervös. Einige wurden in der Nacht gebissen. Dahinter stecken sicher die Engländer. Und warum sollten Engländer andere Leute beißen? Weiß nicht, um unsere Moral zu untergraben? Oh, Mademoiselle Amicia, wie war der Spaziergang? Später, Flor. Sag den anderen, dass sie vorerst nicht in den Wald gehen sollen. Ja, ich werde es ihnen sagen. Der arme Huhn wird gerupft. Armes Hühnchen. Könnt ihr nicht mal vegan nehmen hier? Gut, mach ich selber nicht, aber es... Armes Hühnchen. Armes Hundchen. Armes Schweinchen. Ja, auch schöne große Schweine hier. Kann ja doch sagen. Hier werden die Schweinchen noch groß. Sancti Sebastiani, beschütze uns vor dem Bösen, schenke uns ewige Gesundheit und halte die Pest von uns fern. Hä? Was ist das? Nimm Leon Kreuz. Zu dir, bitte. Er verdient einen Platz an deiner Seite, auch wenn er manchmal ziemlich frech ist. Ich hoffe, du hast ihn nicht wegen mir bestraft. Armes Hundi. Ich kann das nicht oft genug sagen, aber es ist ein armes Hundi. Hat Hundi nicht verdient. Hoffentlich ist Mutter nicht zu beschäftigt. Das gute Wetter wird sich nicht halten. Der Regen hat schon die Ernte ruiniert. Leute verhungern. Wir haben Glück, in diesem Haus untergekommen zu sein. Da hast du recht. Hat er sich mit dem Huhn unterhalten? Mit der Gans hier? Okay. Ach, Gabriel, ist Mutter oben? Ja, sie war die ganze Nacht oben. Der Kleine hatte wieder einen seiner Anfälle. Sie wird sicher keine gute Laune haben. Hat er denn für Anfälle? Der Hugo. Okay. Hörst du? Wo ich hin muss? Hast du gehört, was im Dorf passiert ist? Leute wurden gebissen, sogar Kinder. Ist das zu glauben? Es geschieht immer nachts. Als wären Hunger und Krieg nicht genug. Jetzt auch noch Vampire. Wir müssen gesündigt haben, um so bestraft zu werden. Oh, Mademoiselle Amicia, ich habe euch gar nicht gesehen. Hallo, guten Tag. Hallo. Ja, alle sehr leichtgläubig. Immer nachts, immer Vampire. Aber ob das wirklich Vampire sind? Ich bin skeptisch. Hallo. Dieser Duft wärmt mir das Herz. Es ist nichts Besonderes, aber es wird dir schmecken. Also mir bestimmt. Dem Hundi nicht mehr. Mensch, Mama, das hören die auf dem Scheißhund. Lass mich, okay? Hundi war lieb. War ein braves Hundi. So. Das ist aber nicht hier, wo ich rein will. Was ist das denn? Zimt. Ich hatte diesen Geruch fast vergessen. Gut, dass sie ihn versteckt haben. Vater hätte ihn für jedes Gericht benutzt. Ich kann aus Erfahrung sagen, Zimt schmeckt nicht in jedem Gericht. Zum Beispiel Ravioli. Wenn du das einfach aufpeppen willst mit Curry und versehentlich zum Zimt greifst, weil es derselbe Deckelfarbe hat, ist nicht so toll. Ravioli mit Zimt. Mit eines der widerlichsten Dinge, die ich je gegessen habe. Versehentlich. Wenn ich erst zu spät gereilt habe, oh, das ist gar kein Curry. Das ist nur Zimt. Blöd. Ja, Madame Beatrice, ich mach das. Louise,
Warst du bei meiner Mutter? In der Tat. Möchtet ihr sie sehen? Es ist wichtig. Anweisung von Vater. Gut, in dem Fall. Ich muss euer Zimmer noch richten. Ich habe euch übrigens etwas aufs Bett gelegt. Seht es euch an, wenn ihr mögt. Oh, danke. Wo ist denn mein Bett? Was da? Das Deckchen, das Mutter für mich gemacht hat, als ich noch klein war. Ich habe es überall gesucht. Danke, Luis. Handgewebte Deckchen werden gern mit Spitzen verziert und vorrangig zum Schutz der Tische vor heißen Töpfen und Schalen verwendet. Dieses Deckchen ist mit Familienwappen verziert, ein traditionelles Muster, das junge, wohlerzogene Mädchen zu stricken lernen. Okay. Das? Ach, Leon. Oh. Was soll ich ohne dich nur machen? Hier die Ecke aufräumen, weil ist gar kein Hundi mehr da. Aber lass dir Zeit. Es kommt, wenn es kommt. Räumchen ist das? Ist das Bruders oder wie ist das? So, klopfen wir mal an. Sagen Hallo. Mutter? Mutter? Du sollst hier doch nicht hereinkommen. Ja, aber etwas hat Leon im Wald angegriffen. Ich würde mir deine Abenteuergeschichten wirklich gerne anhören, doch... Aber es ist wahr. Leon lag winselnd am Boden und dann wurde er... Psst! Bleib hier, bei deinem Bruder. Was? Warum? Was geschieht hier? Schließ die Tür hinter mir und öffne nicht die Fensterläden, egal was geschieht. Aber Hugo... Er ist nicht ansteckend. Ich weiß, du kennst ihn kaum. Aber das macht nichts. Vertrau mir, Amicia. Ja, Mutter. Tja, eine komische Mutter. Okay. Nicht hier aufmachen, hat sie gesagt. Aber hier ist schon auf. Na gut. Was hat ihn hier gemacht? All diese Tränke. Mutter, wirst du ihn jemals heilen können? Gute Frage, nächste Frage. Was hat er denn für eine Krankheit? Mama, bist du da? Nee, Mama ist nicht da. Wie lange ist er schon hier? 4 Jahre? 5? Guck mal hier. Okay. Verschlossen. Ja. Riegel auf, nicht? Wo ist er? Wahrscheinlich nicht so einfach. Hugo? Überall Holzspitze. Wohl kleine als auch große. Wir gucken mal hier in den Vorhang. Da. Hallo, ich Bruder, bin's. Den ich kaum kenne. Deine Schwester? Amicia. Hallo. Wir kennen uns nicht so gut. Mama wird bald zurück sein. Los, mach schon. Hat er gesungen? Nein, Senor Nicolas. Er hat 2 Männer getötet. Wo ist er? Zum letzten Mal. Wo ist euer Sohn? In guten Händen. Durchsucht das Haus. Er ist Hundi und dann auch noch den Vater. 2 Verluste an einem Tag. Ist das Mama? Rücke, und um Hugo zu rufen. Was ist denn? Psst. Ich weiß, dass du hier bist, Kleiner. Ich habe keine Zeit für Spielchen.
Okay. Wo haben sie ihn versteckt? Los, jetzt! Wo ist Mama? Sch. Sei doch mal ruhig. Bleib unten. Hugo, ich bin's, Gabriel. Komm schnell her. Hey du, was zum Teufel treibst du da? Na los. Wo ist der Kleine? Hä? Lass ihn in Ruhe. Halt die Klappe. Er gehört der Inquisition. Er ist doch nur ein Kind. Habt ihr den Vertrauen? Gabriel, Amicia. Oh, oh. Sch. Natürlich haben wir es uns auch noch Hätte mit angeguckt. Hätte das Kind geben sollen. War es denn wirklich so schwer? Oh nein, Lea. Hört auf. Ich brauche noch eine. Um uns alle zu töten. Schwer. Nein, ich flehe euch an. Aber was wollen sie von dem Kleinen? Ist nicht hier. Hey du, bleib. Komm schon. Ich sag es nicht noch einmal. Also, wo ist Hugo Deru? Hier. Aber... Oh. Ich glaube, die redet nicht, wenn du so auf sie eintrischst. Soll ich jetzt an ihm vorbei irgendwie, oder? Ach nee, ach, hier runter soll ich. Macht natürlich Sinn. Mir steht er da so und reguliert die arme Frau. Amicia, was ist hier los? Mutter, ich muss Mutter finden. Sie wird es wissen. Sie wird was wissen? Was hier los ist? Ich weiß ja nicht. Oh mein Gott, Luis. Macht es dir etwa Spaß, mich so durch die Gegend zu scheuchen? Bitte. Alter, ich habe... Wir müssen weiter. Keine Sorge. Nicht hinsehen. Wir dienen einer höheren Macht. Gut, lass sehen, ob du da irgendwas versteckst. Glaube nicht, dass sie was versteckt. Ich glaube, ich gehe einfach, ne? Madame Leroux muss ihre Notizen hier aufbewahrt haben. Nein. Ups. Nein. Nein, Amicia. Wir müssen weitergehen. Wo sind die Aufzeichnungen deiner Herren? Sag schon. Muss ich dir wieder wehtun? Ich weiß es nicht. Ich kümmere mich hier nur um die Wäsche. Hör zu. Das ist deine letzte Chance. Sag uns, was du über die Arbeit deiner Herren weißt. Selbst wenn ich es wüsste, würde ich nichts sagen. Madame Beatrice Mist. Ist ein guter Mensch. Gut, wir müssen weitersuchen. Bringt das hier zu Ende. Ja. Yeah. Okay. Hat das Abschlachten jetzt hier irgendwo ein Ende? Wer kümmert sich jetzt um die Suppe? Wo ging es jetzt hier raus? Hä? Bin verwirrt. Bin wirklich verwirrt. Ach, da ist ja eine Tür auf, die vorher nicht auf war, ja? Nee, die ist immer noch zu. Aber ich kann sie aufmachen. Guten Tag. Wen haben wir denn da? Wo wollt ihr zwei denn hin? Überlege ich mir noch. Oh, Kinder. Was geschieht hier? Alles wird gut. Hört ihr? Kommt mit mir. Ich weiß ja nicht, ob alles so gut wird. Hugo, nimm die Hand deiner Schwester. Ich gehe zuerst und ihr folgt mir einfach. Verstanden? Okay, verstanden. Wir müssen durch die Gärten. Amicia, nimm deinen Bruder an die Hand und folge mir. Leise, ja? Yeah. Ja? Ja. Wachen, versperrt die Ausgänge. Sie sind überall. Vertraut mir. Durch das Gras, da können sie uns nicht sehen. Wartet, Mama. Shh. Okay, ich bin im Gras. Alles wird gut. Sie sehen auch gar nicht, dass das Gras irgendwie wackelt. Nein, nein. Hey, ich hab noch einen.
Wer ist das? Der Gärtner. Kennt die Familie gut. Sagt, dass er die Kinder hat aufwachsen sehen. Ja, der Kleine liebt Blumen. Ich habe ihm oft welche gebracht. Blumen? Mehr hast du nicht zu bieten? Ergreift ihn. Stellt sicher, dass er alles erzählt, was er weiß. Nein, okay. Bitte. Maul halten, beweg dich. Hat geklappt. Psst, versteckt euch. Ich ist noch lauter. Sie sind wie meine eigene Familie. Von mir erfahrt ihr nichts. Fahrt zur Hölle. Ach, wirklich? Du zuerst. Hör zu. Ich gebe dir Bedenkzeit und komme später jetzt wieder. Und du? Stirb nicht, bevor du mit mir geredet hast. Bastard. Okay, er hat mit ihm geredet, er kann nicht sterben. Hör auf, du wir müssen hier hoch, Amicia. Hilf ihm. Ich helfe dir hoch. In Ordnung. Vorsicht beim Runterklettern. Ja. Robert der Ruh ist kein Freund der Inquisition. Okay. Ein Junge und ein paar Bauern. Wie lange kann das dauern? Vorsicht. Sie sehen uns. Wir müssen hier weg. Wenn ich auf die Helme in der Kiste dort ziele. Deine Schleuder wird uns noch verraten. Ich kann es ohne Schleuder versuchen. Okay. Alter L1 gedrückt, um leiser zu sein und Geschosse mit der Hand zu werfen. Okay. Ich habe keinen Stein. Da habe ich einen Stein. So. Und werfen. Was war das für ein Geräusch? Gehen wir. Okay. Au, mein Kopf. Atme, wie dein Ego, Kopf. Wie ich es dir gezeigt habe. Was hat er denn? Seine Krankheit ist ausgebrochen. Wir müssen uns beeilen. Was ist das für eine Krankheit? Er versteckt sich, aber Senior gut, das ist jetzt vielleicht der falsche Zeitpunkt, das zu erklären. Er ist die rechte Hand des Großinquisitors. Einen besseren Hauptmann hat die Wache nie gesehen. Gut, zumindest hat er den Vater. Und bald schnappt er sich auch den Sohn. Mutter, warum? Was wollen Sie von ihm? Das erkläre ich dir später. Zuerst müssen wir hier weg. Und an die Pfannen ran. Ich sehe nach. Komm lebend wieder, wir brauchen dich hier. Jojo. Waren ja nur ein paar Pfannen, die sich bewegt haben im Wind. Wir kommen nicht weiter. Mutter. Wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Was? So, hier. Ah. Und werfen. Was war denn das? Ein Topf. Hey, ach, Kacke. Mist, 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 Mist. Ich habe mich zu früh bewegt. Okay. Das war's, ich bin tot. Wie man das Spiel nicht spielen sollte. Mit Mammut EP. Wir kommen nicht weiter. Mutter, wir könnten vielleicht einen Topf werfen. Meinst du? Das Geräusch wird ihn ablenken. Dann schleichen wir uns vorbei. Na schön. Mann, ich weiß doch, wie ihr Gesindel seid. Was soll dieser ganze Lärm? Los jetzt. Okay. Wir mussten also auf Mutter warten. Natürlich. Oh nein, nein, nein. Ganz ruhig. Doch, doch, doch. Halt meine Hand gut fest. Aber nicht zerdrücken. Ich brauche die Hand noch. Von der anderen Seite verschlossen. Mutter, da ist ein Loch in der Mauer. Ja, Hugo, es tut mir leid. Ich weiß, du hast Angst. Aber wenn du dahin durchkriegst, kannst du die Tür für uns öffnen. Wir passen da nicht durch. Was liegt dahinter? Konzentriere dich auf die Tür. Du bist ein tapferer Junge. Das hast du schon oft bewiesen. Amicia wird dich loslassen und du kriegst hindurch. Verstanden? Ist gut. Okay. Nur Mut. Dann mach mal. Irgendwie. Gut gemacht. Sehr schön. Ist jemand? Nimm meine Hand. Los. Wartet. Herr um Gnade winselt, läuft auch nicht schneller, Junge. Nimm die Randen, die zünden jetzt hier Feld an. Ich? Kommt mit. Okay. Wir warten. Ja, ihm macht die ganze Zeit nichts anderes. Warte, ich komme. Amicia, du musst ihm nächstes Mal helfen. Tut mir leid, ich... Au, mein Kopf. Mama. Was ist los mit ihm? Sag schon. Migräne.
Hör auf meine Stimme, Hugo. Du weißt, was zu tun ist. Meine Augen, mein Kopf. Hör mir zu. Atme. Denk an die Wolke beim Ein- und Ausatmen. Ein, aus. So ist es gut. Langsam. Mutter, wir müssen weiter. Gib ihm ein wenig Zeit. Alles wieder gut, Hugo? Ich glaube schon. Dann müssen wir weiter. Nur Mut, Liebling. Okay. Wenn das bei mir so funktionieren würde. Alles gut, Hugo. Aber ein bisschen atmen und meine Migräne ist wieder weg. Oder zumindest unter Kontrolle. So. Auch noch hier hoch. Hopp, so geht das. Hugo. Danke. So. Wo ist die Mutter hin? Ja. Gut, dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. Okay. Ihr müsst warten auf mein Signal. Aber sei vorsichtig. Was war das? Ja, ach, Kacke. Hey, halt! Schön hier bleiben! Mist. Dachte, ich könnte ihm den Topf in die Gusche werfen, aber falsch gedacht. Gut, dann weiter. Mit Hugo ist das zu gefährlich. Er ist langsamer als wir. Da drüben sind Töpfe. Ich könnte hinüber und sie ablenken. Allein? Ja, dann habt ihr mehr Zeit. So. Heißt, jetzt? Gut zielen. Mutter und Hugo brauchen Zeit, um durchzukommen. Ich muss irgendwo dahin. Ich muss ihnen Bescheid geben. Psst, kommt her. Wir kommen. Los, beeilt euch. Ich habe einen neuen Topf. Gut gemacht. Ja, hin und wieder mache ich auch mal was gut. Ist der Wahnsinn, ne? Nichts. Okay. Das Gartentor. Hier sollten wir rauskommen. Da ist noch eine Wache. Die Vogelscheuche. Die habe ich oft für Zielübungen verwendet. Aber er wird hier entlang kommen. Ja, aber wir können warten, bis er wieder weg ist. Gut, überlass das mir. Okay, also werfe ich jetzt hier gegen, ja? So, erstmal auf den Stein. Dieses Geräusch, das kam doch von da drüben. Und dann, wenn er sich umdreht, können wir dann dahin, ja? Schon. Na los! Okay. Jetzt. Geht doch. War doch gar nicht so schwer. Oh, ihr lebt. Hier entlang. Hier entlang. Folgt mir. Und du bist... Versteck dich. Schnell! Madame, Sie kommen. Amicia, du musst deinen Bruder zu Laurentius bringen. Dem Doktor? Ja, er half mir mit Hugo. Er wird sich um euch kümmern. Und was ist mit dir? Du musst mitkommen. Du brauchst mich nicht, Amicia. Du bist... Doch, ich brauch dich. Ich brauch dich. Fluss. Er führt euch zu Laurentius. Mutter, nein! Hugo, komm mit. Schnell. Okay. Soldaten, ich laufe ja schon, ich laufe schon. Keine Sekunde jetzt zum Durchatmen. So schnell du kannst. Vorsichtig, verflucht. Die Erde fliegt. Amicia, der Boden bewegt sich. Ja, ist richtig. Sie sind direkt hinter uns. Sie sind unter uns. Geradeaus. Weiter geradeaus. Da lang. Wo laufen wir hin? Das weiß ich nicht. Lauf einfach weiter. Amicia, wir müssen zurück und Mama suchen. Ja. Das geht nicht. Nee. Du darfst uns nicht stoppen.
Jetzt lauf doch einfach. Lauf so schnell du kannst. Ich auch nicht. Einfach laufen. Gute Frage, nächste Frage. Oh, Baum, Vorsicht. Ja. Wir müssen sie loswerden. Oh nein, sie sind überall. Was sollen wir tun? Ah, sie fressen nur den Kopf. Ach nee, Moment. Falsche Gegner. Kapitel 2. Die Fremden. Das Dorf liegt in dieser Richtung. Dort sollte uns jemand helfen können, Laurentius zu finden. Hugo. Hugo? Das wird Mama nicht gefallen, dass ich ins Wasser gefallen bin. Die kriegt das nicht mit, glaub mir. Dann sagen wir ihr es einfach nicht. In Ordnung? Komm, zuerst müssen wir trocken werden. Dann suchen wir mal Hilfe in der nächsten Folge von A Plague Tale Innocence. Wer mit den beiden hier irgendwie die Gegend düsen und hoffen, nicht irgendwie von so komischen Kreuzrittern da vernichtet zu werden. Schauen wir mal. Ja, bis dahin, viel Spaß auch noch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.